Ja, hallo zusammen, seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Dark Souls mit Otti in neuer Gewandung. Jawohl, beim letzten Mal haben wir uns ein bisschen was gegönnt, dank eines Hinweises, den ich bekommen habe in Bezug auf die Möglichkeit, Willstatt, so hieß der glaube ich, Ausrüstung käuflich erwerben zu können. Und wir werden jetzt in dieser Folge zumindest für mich zwei sehr spannende Dinge erledigen. Ich muss nur kurz überlegen, wie ich da am schnellsten hinkomme. Denn vielleicht erinnert ihr euch zurück, ich hatte am Ende der letzten Folge ja gesagt, dass ich mir die beiden anderen Tore gerne angucken möchte, durch die wir jetzt schreiten können, seit wir diesen königlichen Ring bei Wendrick mitgenommen haben. Nachdem wir in der letzten Folge den Drachenhort erreicht haben. Genau. Und von dem Ort habe ich so ein bisschen Angst, deswegen will ich mir die Alternativen angucken und mal schauen, wo ich jetzt meine Reise fortsetzen möchte. So, ich weiß allerdings jetzt auch nicht mehr so ganz aus dem Kopf, wie dieser Ring hieß. War das nicht irgendwas mit hier? Königsring, das war der, ne? Okay, also sobald ich vor der Tür stehe, werde ich den mal anlegen. Ich bin mir bei dieser Tür hier jetzt ehrlich gesagt gar nicht so sicher, wo ich die finde. Es könnte sein, dass ich jetzt hier ein bisschen suchen muss. Ich hoffe, es wird nicht allzu lange dauern. Aber irgendwo hier in der Nähe muss das sein. Denn hier, ich weiß noch grob, wie das aussieht. Da stand nämlich seinerzeit so ein Ritter davor. War das nicht vielleicht sogar hier? Ja, genau, zu der Tür wollte ich nämlich gar keinen Ritter davor. Dann ist das so eine Scholar of the First Sin Sache. Nee, das habe ich in einem Let's Play gesehen. Genau, ich gucke ja mal so gerne Dark Souls Let's Plays. Und na, Scholar of the First Sin, da ist, glaube ich, ein Ritter hier da noch davor. Ich weiß allerdings jetzt nicht, ob das so ein schwieriger oder eher einfacher ist. Keine Ahnung. So, wir gucken auf jeden Fall. Ne, warte mal, dann mache ich aber nicht den Ring hier weg, sondern den hier. Und dann schauen wir mal, wo mich das Ganze hier hinbringen wird. Ring wird benötigt. Ja, den habe ich an. Versucht Ring. Genau, und das Ding bewegt sich schon. Ich mache mal kurz ein bisschen lauter. Ich habe den letzten Part nämlich auch direkt davor aufgenommen und festgestellt, als die Aufnahme vorbei war, dass das ein bisschen zu laut war. Ah, ja. Also ein Leuchtfeuer ist erstmal schon mal nicht verkehrt. Ich glaube nämlich, dass diese drei Tore mich jeweils an Orte bringen, wo ich imstande sein werde, diese Riesenseelen einzusammeln, die ich benötige, um Wendrick zu schwächen, damit der Kampf für mich irgendwie möglich sein wird gegen ihn. Ich habe ihn ja bisher noch nicht attackiert, aber irgendwann will ich das in diesem Let's Play auch gerne schaffen. Aber diese Riesenseelen, ich weiß nicht mehr, wie ich an die rankomme und ich glaube, das wird mir auch nicht gerade hinterhergeschmissen. Aber wir gucken mal. Wir haben ja schon viel geschafft hier bisher. Der unbekannte Ort, ja. Sehr präzise. Weiß ich total, worum es geht. Dazu gibt es bestimmt so einen Touri-Guide in jedem Kiosk, ne? Mhm. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere, wo ich mich hier gerade befinde. Wir standen zwar auf der Seite hier noch nicht, allerdings sind wir auf der anderen Seite schon in einer sehr, sehr frühen Phase des Spiels gewesen. Das war eigentlich der erste richtige Dungeon, den man hier aufsuchen konnte. Was ist das? Okay, also irgendein Tor oder irgendeine Konstruktion bewegt sich hier. Ich habe keine Ahnung. Ach, dieses Tor ist einfach wieder zugegangen. Alles klar, ich glaube, mit dem Baum hier kann ich auch irgendwie interagieren. Ich habe da unten auch gerade noch eine Leiche gesehen. Warte mal, ich guck mal erstmal hier. Was war das hier gerade? Nur Blutfleck berühren, okay? Untersuchen. Ich glaube, ich gehe mir erstmal die Leiche holen. Wenn da nur Schrott drin ist, dann bin ich sehr, sehr traurig. Denn ich erwarte hier an diesem Ort, der nicht so einfach erreichbar ist, dass man hier auch entsprechend entlohnt wird. Weil ich werde mir jetzt den ganzen Weg nochmal geben müssen. Oder ich nehme so einen Heimkehrerknochen. Heimkehr- oder Heimatknochen? Ich verwechsel das immer mit dem ersten Teil. Wieder hier, kurz gesagt, wieder hier. Haha. 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 Ha. Gähn. Wie komme ich da rein? Wie zur Hölle kommt man denn da rein? Erzähl mal.
Okay, also so auf jeden Fall nicht. Vielleicht hat das irgendwas mit dem Baum zu tun da oben. Ich weiß es nicht. Ich bin halt irgendwie faul. Ich bin halt kurz davor, diesen Heimatknochen das nächste Mal auch einzusetzen. Hier hätte man so eine unsichtbare Wand vermuten können. Da, wo ich gerade eben war, links. Aber nö. Okay. Mann, ey, komm, ganz ehrlich, der Weg, der ist ja nicht schwer. Der ist nicht schwer. Wir machen das jetzt schnell. Weil die ganzen Viecher hier, die müssen eigentlich... Ja, der Fallschaden am Arsch. Die müssen eigentlich alle One-Hit sein. Genau. So, und sobald ich einmal nach oben komme und beim Leuchtfeuer lande, da haben wir es ja von da aus auch nicht mehr weit. Ich bin ja glücklicherweise direkt den richtigen Weg gelaufen. Ich hoffe nur, es gab hier wirklich auch so eine Verbindung. Wieder zurück. Aber da konntest du doch ganz am Ende irgendwie über eine Leiter und so und dann ging das doch irgendwie, oder? Dass ich jetzt hier versuche, über so ein Point of No Return, aua, um mein Ziel zu kommen. Aber es gab hier, ich bin mir relativ sicher, dass es hier einen Weg zurück gab. Das ist schon wieder so lange her. Seht ihr, das ist jetzt eigentlich schon das zweite Mal, dass ich im Rahmen dieses Let's Plays Dark Souls 2 spiele und ich habe es jetzt schon wieder vergessen, wie das hier alles aufgebaut ist. Sagt wieder viel über mein Gedächtnis aus, ne? Hä? Ist hier wirklich schon Ende? Also komme ich jetzt wirklich nicht zurück, oder was? Nee, ich weiß, wie das war. Ich weiß, wie das war. Da ganz hinten war eine Leiter. Warte mal, ich will jetzt hier nur wegen dem Fallschaden, wollte ich eigentlich genau das vermeiden. Aber egal, unser Ziel ist ja ein Leuchtfeuer und da können wir uns wieder betanken. Ja, hier hätte ich von Anfang an hingemusst. Genau, hier war gerade wieder schöner Soundbug. War total toll, wenn hier alles so krass laggt, dass sogar die Schlaggeräusche zeitverzögert ankommen, ja. Totale Qualitätsware hier vor der Nase. So, genau, von hier aus müsste ich jetzt nämlich mich irgendwo durch so ein Fenster fallen lassen können und dann durchstarten können, wieder zurück bis zum Leuchtfeuer, oder? Also Fenster in Anführungsstrichen. Ich war jetzt mal so frei und habe dieses komische Loch als Fenster betitelt, obwohl es eigentlich gar keins ist, aber egal. Komm, dann haben wir wenigstens einen so einen Heimatknochen gespart. Ich meine, die sind wahrscheinlich nicht teuer, aber ich weiß immer noch nicht, wo ich die herkriege. Obwohl mir der Tipp wahrscheinlich auch schon 10.000 Mal gegeben wurde, aber bisher ging es ja irgendwie so. Und außerdem hoffe ich immer noch drauf, dass wir im Laufe des normalen Spielverlaufs noch ein bisschen was an diesen Knochen finden werden. Aber okay, guck mal, jetzt sind wir wieder hier. Hat doch überhaupt nicht lange gedauert, oder? So, mein Estus ist nämlich wieder voll. Hier unten respawnen ja die Gegner schon teilweise gar nicht mehr. Und dann gucken wir mal, was passiert, wenn ich mit diesem ollen Baum interagiere. Ich habe auch hier schon wieder so eine blöde Vermutung, meine mich vage daran erinnern zu können. Aber das sage ich euch dann gleich, nachdem wir das gesehen haben. Achso, den ollen Ring habe ich auch immer noch an. Ja, okay, aber ich glaube, bei der Seelenmenge brauche ich jetzt auch nicht großartig umzudisponieren. Also wenn jetzt gleich etwas kommt, was mit Zeitdruck zu tun hat, zumindest grob, dann kann ich euch jetzt schon mal sagen, dass ich das ziemlich scheiße finden werde. Aber ich glaube, ich finde im letzten Teil des Spiels ziemlich viel Scheiße, weil es schwer und so. Aber okay, wir gucken mal. Leider passiert nichts. Warum? Warum, warum? Da bin ich jetzt den ganzen Weg nochmal umsonst gelaufen. Lass mich raten, ich brauche irgendein Item hierfür, ne? Ich erinnere mich dunkel. Ich weiß aber weder, wie dieses Item heißt, noch wo ich das herbekomme. Ich kann mir das ja von euch jemand sagen. Vielleicht führe ich dieses Item sogar schon mit mir. Ich weiß das nur nicht, aber egal. Ich wollte ja gucken, was sich hier in der Tür oder hinter der Tür verbirgt. Das weiß ich jetzt. Und das gleiche Spielchen machen wir nochmal mit der anderen Tür. Da muss ich mal ganz kurz überlegen. Ich möchte jetzt nämlich dahin, wo es so scheiße war, wo mein total verhasster Oberhassraum sich befindet. Autoritätsrüstung, wo gibt's die denn? Die habe ich ja, glaube ich, auch noch nie gesehen. Die sieht da in diesem Vorschaubildchen total geil aus. Wo kriegt man die denn her?
Erzählt mal, ihr wisst es doch bestimmt, oder? Nein. Hier wollte ich eigentlich nicht hin. Warte mal. Hieß das nicht vergessene Kammer oder so? Das sah gerade irgendwie so richtig aus. Okay, dann wird das das erste hier gewesen sein, alles klar. Ich habe mir schon, als wir hier gespawnt sind, gerade gedacht, nee, irgendwie sah doch der ganze Raum ein bisschen anders aus, aber egal. Dann gucken wir mal hier. Wenn ich jetzt hier auch allerdings so einen Baum vor der Nase habe, mit dem ich nichts machen kann, dann werden wir weiter zum Drachenhort gehen und dann warte ich erstmal, was ihr mir zurückmeldet. Boah, ey, wisst ihr noch, dieser scheiß Invasionstyp hier das eine Mal. Diese ganze Ecke, die hat mich so unfassbar aufgeregt. Das tut sie immer noch. Also ich habe mich von diesem ganzen Dungeon hier immer noch nicht erholt. Das war für mich die schlimmste Aufnahmesession. Vielleicht sogar die schlimmsten zwei, weil da... Das habe ich ja nicht alles in einer Aufnahmesession gemacht, ne? Erstmal das Chaos mit der Frage, wie komme ich hier rein? Dann dieser scheiß Raum hier teilweise. Waren die Wege auch innerhalb des Schlosses total schwer. Oh Gott, wo zur Hölle bin ich jetzt hier? Okay, also hiermit kann ich gerade gar nichts anfangen. Beim Drachenhort konnte ich noch ein bisschen was. Ich glaube, hier ist der letzte Endboss. Oder? Hier ist der letzte Endboss. Wieso kann ich denn da jetzt schon hin? Ist alles, was ich jetzt noch im Spiel machen kann, optional. Ich werde jetzt nicht durch diese Nebelwand gehen. Ich will nur gucken, ob es hier irgendwie noch Leichen oder so gibt. Ich finde diesen Raum hier nämlich sehr, sehr geil und auch diesen Weg. Also wenn du natürlich die ganze Zeit hier verreckst und den dann immer wieder neu laufen musst. Was ist denn da? Ich dachte, das Lilane hätte sich irgendwie bewegt. Dann ist das irgendwann natürlich nicht mehr so spannend, aber... Ich werde das auch gleich zurückspulen, wenn ich wieder zurückrenne. Ja, aber ich glaube, hier ist keine Leiche, oder? Die hätte ich doch sonst von hier schon gesehen. Dann ist der Weg natürlich ewig lang. Aber das ist dann echt ein Luxusproblem, ne? Weil du hast halt den Vorteil, dass du hier keine Gegner hast. Zumindest nicht in meiner Version. Also wenn es hier in der Scholar of the First Sin auch irgendwie noch krasse Gegner unterwegs gibt, dann mein herzliches Beileid an alle Leute, die diese Version spielen mussten. Ja, da möchte ich dann hier... Also hier würde ich sehr ungerne kämpfen, sagen wir mal so. Was bin ich doch gespannt, wie gut ich mich hier später zurechtfinden werde. Okay, aber jetzt habe ich wirklich keine Ausrede mehr. Also jetzt werde ich wohl in den Drachenhort gehen und mal gucken. Vielleicht ist der ja gar nicht so schlimm. Ich meine, mit diesem einen Boss bin ich auch ganz gut zurechtgekommen. Aber ich habe es ja beim letzten Mal schon angedeutet. Für mich ist eigentlich... Ach, das heißt Drachenhorst. Drachenhorst. Ich war mir so gar nicht sicher, als ich heute zum ersten Mal Drachenhort gesagt habe, ob das nicht Horst heißt. Aber jetzt weiß ich es. Das Gebiet, was darauf folgt. Das ist nämlich das Gebiet, zu dem mir gesagt wurde, dass es schwieriger sein soll in der Version, die ich jetzt spiele, als in der Scholar of the First Sin. Ja, und deswegen, wie gesagt, also da kann vielleicht der ein oder andere von euch, der sich bisher immer gedacht hat, ey, meine Version ist viel schwieriger, ist ja unfair, die ist viel zu einfach. Da kommen, glaube ich, genau die Leute Schaden freudemäßig auf ihre Kosten. Wo ist denn hier? Hier fehlt ein Stück Brücke. Sollte hier nicht irgendwas sein? Ich glaube, hier gibt es einige Leichen, die man echt super einfach übersehen kann. Dieses Gebiet sieht echt so unfassbar schön aus. Ich finde sogar die ganzen Drachen hier total schön. Wenn wir halt ein Drachenflüsterer wären und die nicht gegen uns wären, wäre es halt noch schöner. Hier werde ich 100 pro ein paar Leichen auslassen, Leute. Kann ich mich hier fallen lassen? Ja, auf jeden Fall erinnert mich das Gebiet auch so von der Farbgebung und von der ganzen Atmosphäre her total an... du bist so ein Explosionsasi, ne? Ja, nicht nur Explosions, sondern auch so ein kleiner Stinker. Erinnert mich an das letzte große Gebiet aus Castlevania Lords of Shadow 1. Jawohl, versucht springen.
das jetzt ein Hinweis, den ich wieder ernst nehmen muss? Also ich glaube, in diesem Gebiet wird man tatsächlich an der einen oder anderen Ecke springen müssen, um irgendwas zu erreichen. Aber, boah. Ich glaube, ich werde hier ähnlich viele Leichen auslassen, wie das im Schrein von Amana der Fall gewesen ist. Und da waren das ja schon eine ganze Menge. Aber hier, ganz ehrlich, hier werde ich das, glaube ich, nicht so schlimm finden, weil ich ja hier kein Problem damit habe, irgendwelche Dinge zu erkennen. Wisst ihr, was ich meine? Das ist ja das, was mich am Schrein so ein bisschen genervt hat. Oh oh. War das die Ausrüstungszerstörungsplörre? Oder war das einfach nur ungesund aussehendes grünliches Eigelb? Keine Ahnung, Monster. Ich habe mich jetzt schon verlaufen, weil da drin gab es doch auch wieder mehrere Wege. Irgendwie sieht mir das hier fast ein bisschen zu richtig aus. Hurra für tolle Aussicht. Ja, schön. Tolle Aussicht. Ich gucke ja gleich. Ja, ihr habt ja recht. Das ist echt wunderschön. Ich habe trotzdem Angst. Da. Da ist das Gebiet, vor dem ich mich am meisten fürchte. Also so aus dem Hauptspiel heraus. So, jetzt mal ausgenommen von DLC-Sachen und so, aber das ist sowieso für den jetzigen Stand noch ohne Relevanz, weil ich werde im Anschluss ja die DLCs nicht machen, sondern erstmal ein Päuschen einlegen und dann gucken, ob die Böcke irgendwann wieder zurückkommt. Also, die Böcke sind schon da, aber nicht mit dem Schwierigkeitsgrad, der mich da erwartet und mit meinem jetzigen Selbstbewusstsein, was ich in dem Zusammenhang mitbringe. Die große Titanitscherbe, die ist gut. Wir brauchen nämlich zwei davon, um mein Falchion 2.0 zu verstärken. Ich mag diese Crystal Lizards so gerne. Und die roten, die hasse ich wie die Pest, ey, weil mir in dem Let's Play zweimal der gleiche Fehler unterlaufen ist. Zweimal renne ich hin, die explodieren. Ich bin überfordert und überrascht und hätte es eigentlich kommen sehen müssen. So, da oben steht irgendwas von Abkürzung. Da kam ich her. So, was ist denn hier? Gibt's hier vielleicht eine Sackgasse für die kleine Negoya? Hi. Achso, jetzt gibt's hier den Boss als Standardgegner, oder wie darf ich das verstehen? Hi. Ich glaube, das war ein Ja. Okay, wisst ihr was? Eine Idee habe ich noch, und zwar, den Ring brauche ich ja nicht mehr. Ich weiß nicht, ob die auch Feuer speien können. Aber für den Fall, dass sie es können, tun sollten, wenn das jetzt richtiges Deutsch war, lege ich mal lieber diesen Ring hier an. Aua. Okay. Oh oh. What the shitness? Okay. Ich glaube, hier ist nicht viel mit Feuer, ne? Ich glaube, das war auch gerade nicht so die allerbeste Idee. Nein! Aua! Irgendwie habe ich, glaube ich, gerade zu viel Respekt vor den Dingern. Ich mache aber auch echt überhaupt keinen Schaden. Ich bin gerade, ehrlich gesagt, überhaupt nicht sicher, wie ich gegen die bestehen soll. Ja. Irgendwie war der Boss einfacher als dieser Gegner. Muss das so? Oder spielt mir gerade mein Kopf irgendwie jetzt weiß ich, ich vergessen, was ich sagen wollte, beziehungsweise wie die Redewendung heißt. Ein Schnippchen schlagen, wollte ich gerade sagen, glaube ich. Sagt man das so? Ach, keine Ahnung. Was mache ich denn jetzt? Ist mir viel zu schwer, aber ich will da hin. Ich glaube, da kann man nämlich gutes Zeug loten. Soll ich das vielleicht mit einem Bogen versuchen? Aber dann stehe ich ja ewig. Wenn ich mit meiner Hauptwaffe schon so wenig Schaden austeile. Ja, super. Toll, was du so kannst. Und dann macht's Puff und wir alle fliegen in die Luft. Super. Hatte ich bestimmt 10 Jahre Ausbildung gekostet, ne? So, wow. Also das Problem ist, Leute, ich glaube, diese Drachengegner, die kommen hier öfter, ne? Also ist nicht so mit einmal Special-Sackgassen-Ort absuchen und dann haben wir unsere Ruhe. Ich glaube, es wird hier noch so eine Weile weitergehen.
So, jetzt ist die große Frage, kann ich den auch am Flügel verletzen? Ich glaube, solange der den so komisch hin und her bewegt, sollte ich das nicht unbedingt probieren. Es sei denn, ich gucke hier. Das klang als... Ja, da habe ich auch gerade eine Schadenszahl gesehen. Das war ein bisschen assi, was ich hier gerade versuche. Ja, jetzt kommen wieder diese unlogischen Elemente hier mit rein. Ist das immer noch der? Ja, ich glaube schon. Ja. Okay. Also gut, wenn man den auch im Flügel treffen kann. Hi. Ich wollte gerade sagen, dann ist das ja gar nicht so schwer. Ich weiß nicht warum, aber das erinnert mich gerade so krass an Teil 1. Doch, ich weiß warum. Natürlich weiß ich warum. Weil wegen roter Drache und Feuer und so. Ist doch klar. So. Boah. Das ist eigentlich jetzt nicht so die Variante, wie ich das gerne mache, ne? Ich kann ja auch nicht mal vorspulen, weil... Also ich könnte schon, aber... Die Gefahr besteht ja, dass ich hier verrecke. Ich will euch ja in gefährlichen Situationen eigentlich immer vollumfänglich mit drin haben. Guck mal, jetzt kann ich hier ein paar Male zuhauen. Oh oh. Aua. Ja, damit ist mir langfristig halt auch nicht geholfen, weil ich hier kaum Estus beibehalte, wenn ich das so mache. Ich müsste mich einfach ein bisschen besser anstellen beim normalen Kämpfen. Kann ich denn irgendwas machen, um meine Abwehr noch weiter zu verstärken? Ich müsste einfach besser lernen, wie man ausweicht, ne? Ich könnte auch diesen Feuerschutzring wegpacken, weil sobald ich in den Nahkampf gehe, habe ich das Gefühl, dass das irgendwie kaum noch Relevanz hat, aber ich weiß es halt nicht. Ich versuche den jetzt nochmal so zu machen, weil das mir echt zu anstrengend mit dem Bogen. Oder ich muss das erstmal auslassen und später hierher kommen. Aber guckt euch mal an, wie viel Loot hier rumliegt. Ja, genau. Diese Attacke, die darfst du gerne öfter machen. Das ist perfekt. Oh, 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 oh. Nee, die hingegen nicht so. Also ich meinte schon die andere. Wir sollten schon ein bisschen besser kommunizieren miteinander. Guck mal, weil wenn ich hier... Scheiße. Bin ich denn da... Hä? Okay. Meine Verwirrung ist komplett... So, alles klar. Da oben gibt es also so ein Loch, was mich hier wieder nach unten wirft. Soll mir recht sein. Hauptsache, der hat seine Energie jetzt nicht wieder komplett befüllt. So, wie sieht's aus, Kumpel? Willst du wieder ein bisschen speien? Ja, genau. So habe ich meine Drachen doch am liebsten. Und eins und zwei und drei und vier und fünf. Nein, der fünfte hat leider nicht hingehauen. Okay. Was machst du? Was machst du? Nein! Das sieht zwar mal voll süß aus, wenn er sein Köpfchen so einmal rumschwingt, aber das ist mir dann doch ein bisschen zu gefährlich. Komm, einmal nochmal speien. Jawohl! Braves Drache. Okay, ich glaube, so geht's. Ich glaube, ich habe den verstanden, Leute. Stirb! Nein! Nein, 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 nein! Ey, der kann echt nicht mehr viel haben, ganz ehrlich. Ich wollte gerade sagen. Ein, zwei Schläge noch und der müsste hinüber sein und das ist er auch. Sehr schön. Wie viele Seelen habe ich jetzt bekommen? Ich bin eigentlich mit fast null hier reingelaufen, ne? Also das müssten 4000 ungefähr gewesen sein. Keine Ahnung. Also wenn man bedenkt, wie schwer der ist, finde ich, ist das nicht viel. Mitternachtsstein. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Hier habe ich gerade so viele Leichen gesehen. Da will ich ungern eine auslassen. Ich glaube nämlich, die respawnen auch. Vielleicht ist das sogar ein ganz guter Spot, um Seelen zu farmen. Also für mich auf jeden Fall nicht. Weil zu schwer und so. Da latsche ich lieber dreimal durch einfachere Gebiete und spaziere gemütlich durch und kriege so meine Seelen zusammen. Aber das scheint hier wirklich ein in sich geschlossener Bereich zu sein, oder? Versucht Sturzangriff und dann Vorsicht vor Schweif. Ja, nee, Sturzangriff wäre mir... Da unten ist noch eine Leiche, guck mal. Sturzangriff wäre mir hier, glaube ich, zu kompliziert. Aber vielleicht ist es auch der ultimative Tipp. Ich weiß es nicht. Muss halt jeder so für sich entscheiden. Man kann bestimmt auch sich so positionieren, dass man den die ganze Zeit mit Pfeil und Bogen wegkloppen kann. Ich bin mir nicht sicher, ob diese Plörre hier gefährlich ist für meine Ausrüstung. Aber eigentlich müsste die ja ein bisschen gelblicher sein, ne? Drachenzahn, oha. Das klingt doch mal nach einer typischen Drachenwaffe, wie man sie auch öfter mal in Teil 1 gefunden hat.
Drachenzahn. Ich glaube, den Drachenzahn, den gab es sogar explizit auch. Ich glaube, mich sogar noch erinnern zu können, wie der geformt war. So. Okay, warte mal. Ich muss jetzt noch gucken, dass ich den jetzt hier nicht übersehe. Drachenzahn. Bin ich schon vorbei? Nee, hier haben wir ihn. Ja, den gab es, glaube ich, auch im ersten Teil. Eine absolute Stärkewaffe, auch wenn das nur eine Deskalierung hat, aber dafür ist der Grundschaden natürlich mega krass. Was? Resistenz gegen Magie und Feuer? Geil. Auf jeden Fall geil, wenn man Kloppy spielt. Eher nicht so geil, wenn man in die Rolle eines Otti schlüpft, weil der hat es nicht so mit Kloppy, auch wenn er gerne so versucht, einen auf Kloppy zu machen, aber das ist er nicht. Ich sag's ihm immer wieder. Nein, 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 nein. Ich brauch dich, ich brauch dich. Bitte, 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 geh tot. Nein. Oh, wie ich diese Momente einfach so abgrundtief hasse, ey. So richtig, boah, kotzt mich das an. Vor allen Dingen hätte ich jetzt diese Komponenten voll gebraucht und ich will nicht nochmal an diesem Scheißding hier vorbei. Eigentlich ist er ja ganz cool und auch gar nicht so schwer, aber... Ich hätte mir das bestimmt auch nicht merken können, wenn ich die nächste Folge aufnehme. Oder soll ich jetzt nochmal hin und zurück? Ich weiß es nicht. Kann ich mich hier noch irgendwo... Guck mal, da sind auch noch Eier. Hä? Okay. Was will mir das Spiel jetzt hier mit diesem Spot sagen? Nein! Ich habe das letzte Ei nicht zerstört. Otti! Wenn du Diplom-Eier-Zerstörer werden willst, dann musst du dich aber ein bisschen verbessern. Nicht, dass da irgendwas rausfällt oder so. Ist da eine Leiche? Nee. Irgendwie ist mir dieser Ort hier viel zu unübersichtlich. Warum sind denn hier jetzt überall Eier? Ich bin doch in der Höhle, wo ich vorhin auch war, oder? Muss ich ja sein, aber warum respawnen die Eier? Ergibt das Sinn? Muss das so? Wahrscheinlich, weil ich einmal am Leuchtfeuer war oder so. Also hier habe ich die Orientierung sowieso schon verloren. Mich irritiert, dass ich vorhin schon an so ein paar Leichen vorbeigelaufen bin, als ich mich draußen rumbewegt habe. Aber am meisten regt mich gerade die Kristallechse auf, die ich nicht erwischt habe. Beim nächsten Mal werde ich mich ihr vielleicht mit einer Hellebarde nähern. Aber die vertragen ja auch eine Menge, ne? Also ist ja nicht nur so, dass ich sie einmal treffen muss und dann sind sie weg. Hier bin ich, glaube ich, vorhin während des Kampfes reingeplumpst, oder? Ich hoffe jetzt einfach mal ja. Ich habe jetzt hier keine Lust, 10.000 Mal weiter im Kreis zu laufen. Also hier bin ich mir zu 1000% sicher, dass ich hier nochmal hinkommen muss. Ich habe gesagt, dass ich... Nee, ich bin mir sicher, dass ich hier nochmal hinkommen muss, genau. So, wie kommt man da hin? Nicht hier vorbeispringen? Also hier so rüber irgendwie? Bestimmt nicht, oder? Da von der anderen Brücke, da verläuft ja auch durchgängig die Schnur. Oder ich muss über diese Schnur hier rüberspringen, aber kann ich mir fast nicht vorstellen, dass das funktioniert. Ich habe eigentlich springen gedrückt. Er hat leider nicht reagiert. Na guck mal, das geht ja hier so ein bisschen nach unten. Aber das wäre, glaube ich, fast ein bisschen zu schwer, oder? Ich glaube, ich sehe, worauf das hinausläuft. Da führt so eine Schnur oben drüber. Da muss man sich bestimmt fallen lassen, ne? Wenn man sich einmal rüberschwingt. Oh mein Gott. Okay. Ich kann nicht dafür garantieren, dass ich mir das alles merken kann. Und selbst wenn ich es kann, kann ich nicht dafür garantieren, dass mir das irgendwie Skill-Timing-mäßig gelingt. Vorsicht vor Falle. Hi. Wir kennen uns ja schon. Viel verträgst du nicht. Das ist aber auch das einzig Sympathische an dir. So, da unten, da gibt es zwar nichts, aber... Das ist wahrscheinlich nur so Hintergrunddeko, aber so rein von der Distanz her würde ein Sprung eventuell reichen, um hinzukommen. So. Ich weiß, dass irgendwo hinter mir aus dieser Höhle heraus ja noch eine andere Brücke begehbar war. Da gehen wir auf jeden Fall noch hin, höchstwahrscheinlich auch in dieser Folge. Warte mal. Hier hätte ich auch einen Absprungspunkt. Allerdings würde ich jetzt meinen, dass der mich nicht unbedingt irgendwo dahin bringt, wo ich mir auch was Schönes holen kann. Hi. Okay.
Ja, die gehen klar, aber ich rechne damit, dass jeden Augenblick wieder so ein Drachenviecher antanzt. So, da hinten sah das auch nicht so aus, als könne man irgendwo landen. Wo zur Tölle? Ja. Wo zur Tölle? Wo zur Hölle gehe ich hier gerade hin? Ich habe keine Ahnung. Aber immerhin habe ich jetzt hier nur diesen einen Weg. Zumindest seit ich mich für diese Abzweigung hier entschieden habe. Oh Gott, ey, ich hasse so eine Gebiete, wo du eigentlich jeden Millimeter nach unten schauen musst, weil es irgendwo eine Ecke geben könnte, wo man dann doch landen kann. Das sieht mir irgendwie sehr nach Forstgebiet aus. Also mindestens ein roter Drache ist da wieder. Und eigentlich sollte das kein Problem darstellen. Ich mache mir nur ein bisschen Sorgen wegen meinen Estus. Und ich habe gerade ein bisschen Angst, dass da vielleicht sogar zwei auf mich warten. Was hoffentlich einfach nicht der Fall sein wird. Okay, hier gibt es auf jeden Fall noch was. Versteinerter Drachenknochen. Ja, warum auch nicht? Also, wer sagt, dass das hier nicht hinpasst, der kann eins und eins nicht zusammenzählen. So, was haben wir hier Schönes? Hm. Die sehen so unfassbar geil aus. Ich finde die so cool, aber ich habe auch so eine Angst vor denen. Da hinten ist wieder ein Crystal Lizard. Gelobt sei die Sonne. Ja, guck mal, da haut er auch schon ab. Toll. Super. So, was ist denn, wenn ich den jetzt von hier aus anschieße? Wird er dann schon aggro auf mich mit Sicherheit, oder? Oder ist das Spiel so verbuggt, dass... Kann ich den ernsthaft hier tot schießen? Nee, das wäre auch irgendwie ein bisschen zu assi. Oh, oh. Okay, dass der da einfach so abhebt und von oben wahrscheinlich nach mir Ausschau halten kann, das war mir jetzt nicht so ganz klar. What the fuck? Okay, okay. Bin ich von hier gekommen? Ja, ne? Okay, ich glaube, das war vielleicht nicht die allerbeste Entscheidung. Aber sobald ich einmal wieder in meinen Kampfrhythmus reinkomme, werde ich den hinkriegen, hoffe ich. Hier sind auch wieder Löcher am Boden. Ist das der gleiche oder ist das ein anderer? Okay, das war gut, das war gut, das war gut. Wenn ich jetzt nicht so viele Treffer landen werde, wie ich das gerne wollte. Doch, 6 Treffer sind okay. Aua. Auch damit kann ich leben. Komm, schenk mir wieder ein bisschen Feuer, Feuer. Otti braucht ein bisschen Feuer unterm Hintern. Nein. Nein, Schnuggi, das war damit nicht gemeint. Nicht wieder Köpfchen hier. Genau das. Oh ja, aber nicht diese. Das war doof. Das war doof. Das wäre sehr doof. Warte mal, probieren wir mal nochmal ihn dazu zu bringen. Komm, hier, Feuer. Put, put, put. Ja, ich glaube, das ist der Angriff, den ich haben wollte. Nein! Oh, wie scheiße ich einfach stand. Oh, Mann. Oh, ist das belastend. Dieser ganze Ort hier. Ich will wissen, was ich mit dem Baum da im Wald der gefallenen Riesen machen muss. Ach, übrigens. Oh, das habe ich ganz vergessen zu erzählen. Das wollte ich eigentlich zur Begrüßung schon erwähnen. Ihr wisst auch noch, dass ich da beim letzten Mal versucht habe, bei diesem Finsterniseid, da irgendwie zu bestehen. Ne? Wo ich da bei dem Rollstuhltypi nach unten gegangen bin und so. Und ich habe mich da mal schlau gemacht. Und ich müsste Menschenbild opfern für jeden weiteren Versuch. Und ja, möchte das aber momentan noch nicht. Weil ich mein Menschenbild halt brauche. Ich sehe, glaube ich, wie ich zu der Leiche hinkomme. Ja. Von da ganz hinten, quasi am Fuße des Schlosses, wenn ich das jetzt hier richtig sehe, muss ich mich einmal hier rüber dingsen und von da kann ich mich fallen lassen. Alles klar, hätte ich dieses Mysterium auch geklärt. Ist das dann eigentlich auch die Schnur, wo ich mich zu der anderen Leiche fallen lassen muss, die ich vorhin hier noch gesehen habe? Boah, ich glaube, an diesem Ort hier werde ich mich noch eine Weile aufhalten. Warte mal, hat der irgendwas gedroppt? Nee. In dieser Phase des Spiels rechne ich halt schon fast damit, dass man hier ganz gute Sachen auch mit auf den Weg bekommt. Wenn sie denn was fallen lassen. So, ich werde mich jetzt an dem hier nochmal versuchen. Ist mir jetzt egal. Ich will nämlich den... Die respawnen gar nicht.
Okay, dann geht das ja fast wieder klar. Nein, 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 nein. Okay, den habe ich. Den habe ich, den habe ich, den habe ich, den habe ich. Den anderen habe ich nicht. Aber das ist nicht schlimm. Denn die dicken Drachen, die respawnen nicht. Das finde ich super. Okay, warte mal. Dann werde ich versuchen, mir jetzt die obere Echse auch mit einem Sprungangriff mal klar zu machen. Na, du sexy Echse. Wie wär's mit uns beiden, hä? Jawoll. Sprungangriff all the way. Große Titanitscherbe. Das heißt, ich kann damit auch mein Fallschion verbessern. Aber erstmal sollte mein nächstes Etappenziel sein, meine Seelen zurückzuholen. Wenn ich jetzt nochmal verrecken sollte, dann tröste ich mich einfach mit dem Gedanken, dass es hier noch eine Kristallechse gab, die ich mir dann hoffentlich beim nächsten Mal unter den Nagel reiße. Guck mal, hier ist wieder die Stelle. Ich glaube, das ist eine andere Schnur. Ich glaube, das ist eine andere Schnur. Warte mal. Ja, guck mal, da führen nämlich zwei so nebeneinander. Ich habe keine Ahnung. Ich habe so ein bisschen... Warte mal. Ich stand doch vorhin an einem so einen Spot. Ich weiß aber nicht mehr, wo der war. Ich habe mich mal jetzt erstmal diese Route hier, wo ich meinte. Sollte nicht eigentlich eine Brücke sein? Vielleicht war da so eine Schnur und ich habe nur nicht gesehen, dass ich mich da festhalten kann. Da habe ich jetzt leider nicht gut genug aufgepasst, aber... Ich hole es nach. Ich bin ja ein aufmerksames und neugieriges Mädchen. Nur nicht immer so ganz konzentriert. Mhm. Also der Wille ist da, nur der Umsetzungsskill, daran scheitert es manchmal. So, okay. Jetzt ist natürlich die Frage, ist der Drache jetzt von Anfang an aggro auf mich? Bestimmt nicht, oder? Der wird doch da oben jetzt bestimmt wieder sein Leben chillen. Und diesmal werde ich auch nicht von oben mit einem Bogen um die Ecke kommen. Obwohl sich das eigentlich anbietet, ne? Aber was sich auch anbietet, ist diese Phase hier zu nutzen, um seine Seelen zurückzuholen. Genau so. Jawohl, 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 jawohl. Das ist ein guter Einstieg. Das ist ein sehr guter Einstieg. Sehr schön. Okay, so. Und jetzt ganz schnell wieder weg, 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 weg. Okay, das ging nochmal gut. So. Und jetzt nochmal ein bisschen Feuer, Baby. Feuer, Feuer, Feuer. Das Feuer? Nee. Oh oh. Oh 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 oh. Wir stehen zu nah beieinander. Sexy Hexy. Bitte halten Sie Abstand. Jetzt habe ich leider nicht so ganz den perfekten Abstand gehalten. Aber egal. Oh 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 oh. Wieder mich mit seinem Stinkefuß. Aua! Hier voll zur Seite schiebt. Hallo, Schwanzhauen ist hier heute nicht. Denk dir was anderes aus. Aua! Okay, ich glaube, der macht immer genau das Gegenteil von dem, was ich eigentlich möchte. Bitte kein Feuer, Schatz, ja? Kein Feuer, ich habe eh schon Fieber. Ja, guck mal, der macht wirklich immer genau das Gegenteil von dem. Ich glaube, ich habe den kapiert. Der hasst mich und der will mir keinen Wunsch erfüllen. So Freunde sind wir also, ne? Ich glaube, das war dein unterschwelliges Ja. Okay, wenn ich jetzt noch einmal ihn gut erwische... Das könnte eventuell jetzt der Fall sein. Jawohl, 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 jawohl. Das sieht gut aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nein, der muss doch gleich weg sein, ich wollte gerade sagen. Boah, ey, ist das jedes Mal ein Adrenalinkick. Aber der wird nicht respawnen, korrekt? Ich hoffe einfach mal, dass ich jetzt nicht die falschen Rückschlüsse daraus ziehe. Aber wenn der erste nicht zurückkam... Dann wird der hier hoffentlich auch nicht zurückkommen. Seele eines großen Helden. Ich glaube, das sind 20.000 gerade gewesen, Leute. Kann das sein? Keine Ahnung. Wisst ihr, was beim nächsten Mal richtig, richtig chaotisch sein wird? Oder was den chaotischen Umstand begünstigen wird? Das trifft es wahrscheinlich eher. Ich werde jetzt nach dieser Folge wahrscheinlich auch wieder eine längere Pause einlegen müssen. Und seid mir dann nicht böse, wenn ich mich dann wieder so ein bisschen neu sammeln und orientieren muss und so. Aber dann haben wir wenigstens die zwei fetten Drachen hier schon weg.
Und der Vorteil ist, dass ich mit großer Wahrscheinlichkeit, bevor ich den nächsten Part aufnehme, eure Kommentare unter diesem Video hier schon gelesen haben werde. Also wir sind fast live. Es ist fast wie ein Stream dann so. Verstehst du? So, okay. Dann haben wir hier, glaube ich, alle Leichen. Ich habe gesehen, dass da links noch ein Weg war, aber hier vielleicht eine Sackgasse. Eventuell über ein weiteres Leuchtfeuer würde ich mich auch freuen. Hi. Aber ich glaube, am Fuße des Schlosses gibt es ein Leuchtfeuer. Oh, nee. Ey, diese Viecher sind so unfassbar episch. Und guck mal, wie viele Crystal Lizards da noch rumlungern. So, die Frage ist jetzt, wie komme ich denn zu dem nach unten? Wahrscheinlich über den ganz normalen Weg da, ne? Ich könnte jetzt natürlich auch einen Sturzangriff machen, aber ich, das bringt mich so ein bisschen aus meinem Kampfkonzept raus. Ich habe das vielleicht vorhin schon gemerkt, als ich den einen aus der Ferne mit dem Bogen beackert habe und, ja, dann gar nicht mehr klargekommen bin. Versucht springen, deshalb aufgeben, was? Aber doch nicht von hier. Ich glaube, alles, was in weiter Ferne zu looten war, also sichtbar zu looten war, das werden wir alles über diese einzelnen Schnürchen bekommen. Abkürzung voraus. Wobei das hier... Hier kann ich mich fallen lassen. Da sind sogar zwei Leichen. Ich mache das jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, ob ich danach noch zum Drachen komme. Beziehungsweise, ob ich hier überhaupt noch wegkomme. Vielleicht war es das Dümmste, was ich hätte tun können. Aber egal. Gegenstand nehmen. Oh, Pharos. Habe ich, glaube ich, auch schon lange nicht mehr gefunden. So, und nu? Will das Spiel bestimmt, dass ich wieder so einen Heimatknochen nehme. Was mir gerade irgendwie gar nicht in Kram passt. Ey, das ist wirklich ein Point of No Return. Jetzt hier keine Leiter mehr oder so. Das ist ja doof. Dabei bin ich doch immer so knauserig, was die Knochen angeht. Menno. Das finde ich nicht gut, Spiel. Was tust du mir an? Okay. Ja, dann mache ich das jetzt einfach mal. Ich könnte mich natürlich auch töten lassen, aber das ist mir irgendwie zu schade für meine Gesundheitsleiste und auch für meine Seelen. Ich bin zwar noch relativ weit davon entfernt, ein Level abzubekommen, aber ja, sobald ich fünfstellig bin, will ich da mal keine Risiken eingehen. So, okay. Und dann lass uns mal kurz nach Majula zurückgehen. Vielleicht werde ich jetzt noch irgend so eine dicke Seele, also so eine fünfstellige Seele nehmen, ich weiß nicht, was ich gerade höher priorisiere. Diese Weltstadt-Ausrüstung fertig zu kaufen oder ein Level-Up zu generieren. Keine Ahnung. Wenn ich eine Münze hier hätte, würde ich sie jetzt werfen. Warte mal, ich kann ja mal erstmal schauen, wie viel wir eigentlich brauchen. 27.000 aufgerundet. Boah, das ist schon ganz schön viel. Das ist schon eine ganze Menge, du. Aber wir haben ja hier schon wieder so eine Superseele gefunden. Ich bin irgendwie voll im Ausgabemodus, ich weiß, aber ich werde jetzt einfach nehmen. Denn damit kann ich mir jetzt voll mein Level up leisten. Weil, guck mal, ganz ehrlich, ich bin jetzt bei 68, also ein bisschen Luft hätte ich ja eigentlich noch. Aber besser als Harvest Stulpen ist das Zeug ja nicht, ne? Was ich da noch einkaufen kann, das wären allerhöchstens noch die Stiefel. Nee, ich werde ein Level Up jetzt noch machen. Ich werde ein Level Up machen und dann gleich nochmal entscheiden, ob ich nicht vielleicht noch meine Seele nehme. So, dann werde ich als nächstes mal ein bisschen... Ich glaube, ich will die Vitalität auf 36 bringen. So, dann hätten wir das nämlich erledigt. Ich glaube, auf 36 wird das auch erstmal eine Weile bleiben. Und dann lass uns mal gucken, was wir jetzt hier noch an Geld benötigen, wenn ich denn die Schüchen aus dem Set noch gerne haben möchte. Gegenstand kaufen. Einmal bis ganz nach unten. Die Gamaschen. Das sind 113
Okay, ich merke mir mal 13, 3, 19, 17. Are you sure? 13, 3, 19, 17. 13. Nee. Nee, das sind die ja so ein bisschen besser eigentlich, ne? Es lohnt sich gar nicht wirklich. Warte mal, wie sieht es bei den Elementardingern aus? 15, 20, 13, 15. 15, 20, 13, 15. 15, 20, 13. Was ist denn das da ganz unten? Kann das sein, dass das Dunkelheit ist? Also so richtig lohnen tut es sich nicht. Deswegen bin ich jetzt ganz ehrlich, möchte ich dafür auch keine Seelen jetzt ausgeben. Aber eine Investition, die definitiv sinnvoll ist, die fällt mir noch ein. Und zwar haben wir ein bisschen was an Schmiedekomponenten noch ergattern können. Und das sollten wir dann hier auch zu unserem Vorteil nutzen in Form eines Falchions plus 4. Genau, 2 von 3. Ah, die kriegen wir 100 pro auch noch. Also in dem Gebiet, wo wir jetzt gerade sind, da lungern noch so viele von diesen Crystal Lizards rum. Ist das nur eine Frage der Zeit. Ich meine, schon bei dem ersten großen roten Drachen, da gab es ja noch eine so eine Echse, die ich nicht erwischt habe. Und die werde ich mir auch noch krallen. Gut, ihr Lieben, dann haben wir auf jeden Fall alle Hände voll zu tun fürs nächste Mal. Ich bedanke mich für heute aber erstmal fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!